meine Liebe nicht. Ein Hundsalter Song. Also der kommt tatsächlich aus der Comeback-Zeit. Zu der Zeit wusste man auch noch nicht so genau, wo wir musikalisch hin wollen und wo wir allgemein, wo wir stehen. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, dass wir sehr ernsthafte Themen auf eine ironisch-spaßige Art zu erzählen wollen. Was nämlich ist, du verdienst meine Liebe nicht, da geht es um Gewalt in einer Beziehung. Darüber, dass der Mann in dem Fall sehr, sehr prollig ist und sehr gewalttätig ist gegenüber seiner Frau und sich wundert, warum die das nicht toll findet. Und diese Kernaussage eben, ja, du verdienst meine Liebe eben nicht. Ja, ich schlag dich doch so selten nur jeden zweiten Tag tatsächlich. Auf der anderen Seite, oder nicht auf der anderen Seite ist falsch, aber tatsächlich ist das aber einer der Songs, glaube ich, die wir am meisten live gespielt haben. Ja, auf jeden Fall. Seit 20 Jahren, fast seit 20 Jahren, ist der Song eigentlich immer die Nummer 2 auf unserem Live-Set. Also es kommt das Intro und dann direkt, du verdienst meine Liebe nicht. Irgendwann haben wir angefangen, so einen Viererblock zum Eingang unserer Konzerte zu spielen, um erstmal dem geneigten anwesenden Publikum die rote Laterne um den Hals zu hängen. Weil der knallt auch ziemlich sehr, der, sagen wir, der passt in diesen Anfangsblock ziemlich rein. Und ja, es ist unterschwellig, so dieses eigentlich heikle und eigentlich ja sehr ernste Thema unterschwellig irgendwie an den Mann gebracht. Tatsächlich ist es einigen sehr, ja, von der Tonart ist es einigen gut gelaunter Song. Ja, wie die meisten unserer Songs. Ja. Ja, du verdienst meine Liebe nicht. Wir verdienen unsere Liebe. Auf jeden Fall. Ja. Du verdienst meine Liebe.